Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Vor allem, wenn es der von Spyro ist. Leute, schön, wie das er wieder einschaltet. Gut, uns fehlen hier noch 2 Eier und 77 Juwelen. Ne, 67 Juwelen. Und es gibt halt bloß noch ein so ein kleines Gebiet hier unten. Ich hoffe, hier gibt es den ganzen Rest, was sagt. Ja, okay, also Spark sagt schon zum Beispiel von wegen, geh ruhig mal hier rein. Schauen wir mal, ob es hier auch 2 Eier geben wird. Oh, eine Rennstrecke, geil. Okay, 2 Eier, ich sehe sie schon. Ob es hier auch 2 Eier geben wird. Und hier, wenn ich, warte mal, wenn ich hier schnell bin, dann ist da bestimmt hier auch irgendwie so ein Podest, wo ich mit Megasprung und so was alles denn hingleiten muss. Da 2 verschiedene Rennbahnen, was ist denn hier los? Na gut, von wem hast du da oben? Ah. Okay, man lässt mich hier echt ganz alleine das hier machen. Nun gut. Na gut, okay. Dann, gucken wir mal. Das ist natürlich doof, dass ich die Strecke nicht kenne. Ich hoffe, ich renne nirgendwo auszusehen vorbei. Ich sehe nichts. Aber Betty hat es trotzdem geschafft. So. Okay. So, jetzt fehlt bloß noch ein Ei. Und ach, jetzt kommt er erst zum Vorschein. Ich verstehe. So, das ist eine zweite Strecke. Ja, ich sehe nichts, wo ich hinrenne. Ich weiß nicht, ob ich, wann ich schnell hier Haken schlagen muss oder so. Wow, Alter, richtig schnell. Kannst ja nicht mehr lenken, kannst ja nicht mehr machen. Aber gut, komm, das ist ja auch an sich über easy. Und hier muss ich doch bestimmt irgendwo ultra hinspringen zum Podest oder sowas. Ich hoffe es jedenfalls. Aber hier sind keine Juwelen mehr. Warum sagt Spark so hier drin, wenn hier nicht mehr ist? Scout ist befreit. Das war einfach. Oh Mann. Yeah. Alle Eier gefunden. So, Sparks, was soll das jetzt hier? Okay, aber es gibt hier irgendwo noch Juwelen. Irgendwo. Was ist denn das da? Hey, von der geheime Höhle? Was ist das denn? Okay, gut. Gehen wir mal dahin. So, was haben wir hier für eine Höhle? Ich kann ja mal kurz überall. Guck mal, das sieht doch so aus wie so eine Wand, die man wegsprengen kann, ne? Warte mal, dann kann ich doch bestimmt dagegen rennen. Wartet mal. Weil das sind doch so eine Eiswände, oder nicht? Ja! Okay, gut. Erstmal wieder was sehen. Ach, okay, mit verstecktem Ding. Okay. Oh, wissen muss ich da nicht mehr so eine weiten Strecken rennen. Ich muss bloß ein bisschen Anlauf nehmen und dann habe ich ja schon den Turbo-Boost wieder drauf. Und verkacke hier richtig. Meldet auch von hier? Wartet mal. Aber ich weiß ja nicht, wann der wirkt, ne? Ab wann so ein Turbo-Booster sich durchsetzt, wie lange ich dafür laufen muss. Och, Mensch. Richtig schnell. Man checkt hier fast ja nicht. Aber ich sehe aber auch hier ein Podest, Leute. Wo soll ich denn hin? Da hinten? Ist das ein Podest? Nee. Och, Mensch. Du kannst irgendwie ja nicht mehr richtig. Warum kann er denn nicht mehr richtig lenken? Soll ich jetzt schon lenken? Oder ich lenke ja schon mal. Okay, irgendwie, wenn ich nach links lenke und er gegen die Wand abprallt, dann. Ja, dann prallt er halt wirklich ab. Was soll das denn? So. Ich will jetzt so ein bisschen cheesen hier, so ein bisschen cheaten. Oder soll ich denn doch da. Okay, gut, hat geklappt. Egal wie, es hat funktioniert. So, jetzt ist hier irgendwo noch so eine andere Höhle. Irgendwo. Ich glaube, ich muss erstmal da rüber. So. Wartet mal. Das ist ja hier krass. Dieses Labyrinth, auch keiner, der irgendwas sagt. Von wegen, ja, Spyro, du kannst doch mal dahin gehen oder so. So, war denn das jetzt? Der da unten ist einfach nur tot. Ach, da lang, wartet. So. Hier unten, ne? Hier unter mir, genau. Okay, dann springt mal lieber rüber, weil ich kann ja so doof lenken. Wenn ich erstmal in der Luft bin. So. Dann einfach. Hoi. Yeah. Zack, zack, zack. Okay, was ist hier? Oh, wo geht's hier hin? Ja, aufwärts. Ich komme zu den letzten Juwelen. Und von hier hat er bestimmt zu irgendeinem. Da hinten ist doch bestimmt ein Podest. Ist das der Podest, Leute? Na wohl, wäre ein bisschen doof, ne? So. Zack, zack, zack. Yeah, wir haben alle Juwelen und damit ist das Level 100% abgeschlossen. So, Bus. Ja. Zu welchem Podest soll ich denn gleiten, bitte? Ich habe jetzt immer geguckt, ich war jetzt auf einigen Podesten, aber. Oder ist das da bei dem Baum? Nee, da kommt man ja auch nicht hin, wirklich. Ja, ich habe kein. Oder auf den Podest, wo der Typ drauf stand. Ne, das kann natürlich auch sein. Warte mal, ich guck einfach mal. Ne, vielleicht ist das ja hier, damit ihr meint. Das ist vielleicht der Podest. Okay, wartet, ich war noch nicht richtig drauf. Ich war nicht richtig drauf. Wartet mal. Obwohl, wenn ich da hoch will, könnte ich ja da auch einfacher hin.
Ja, vielleicht ist es ein kleiner Podest und so. Ich meine, da stand der auch drauf. Hat so ein bisschen so gesagt, hey Leute, hier bin ich und so. Ist ja schon eine Art Podest, wenn du so willst. So, warum reicht jetzt die warum ich hier die Extrastrecke lang? Mensch. So, aber da müsste ich ja eigentlich. Also mit Gleiten hat das aber nicht viel zu tun, wenn ich einfach von hier runterspringen kann. Ne, ich meine ja nur. Runtergefallen. Okay. Ich gleite nochmal von oben. Ach, aber von hier geht's ja nicht. Ist zu low. Ich muss ja da probieren für den Fähigkeitsbund. Dann sind wir nämlich durch hier. Dann kann ich hier endlich gehen. Yeah. So. Nochmal hier rein. Weil gleite zum Podest. Das wirkt da so von wegen, denn man kommt ja hier auf eine schöne hohe Aussichtslage hin. Also so eine Ausgangslage, eine sehr, sehr gute. Das ist ja bestimmt damit gemeint. So, vor allem, wenn ich dann halt hier oben stehe und so. Hier kann ich ja wirklich draufstehen. Zack. Ja, das ist doch das Ding da, wo es ein kleiner. Das ist der bestimmt. Ich muss das einfach nochmal probieren. Ne? Also vielleicht aber nicht mit ohne Anlauf diesmal. Weil ich glaube, ich ein bisschen zu... Ach, Menno. Ja, komm schon. Ja, das war wirklich der Fähigkeitspunkt. Ich flipp aus, Mann. So, sehr schön. Okay, Leute, können wir abhauen. Natürlich auch, wenn es... Inzwischen bin ich eigentlich sehr davon überzeugt, dass es nichts bringt, aber ich gehe immer den regulären Ausgang. Wie zumindest beim ersten Mal. So, alles von der Produzent hier, ja. Geil, mit Fähigkeitspunkt, ja. Boah, guck mal, richtig schön, die erste Seite ist bald fertig. Und der Wachmeister Birds Stützpunkt hätte man schon längst fertig machen können. Na gut. Gut. Würde ich ja fast sagen, gehen wir mal ins nächste Level, spukende Sümpfe, wa? Als nächstes. So, tschüss, Ente. Und tschüss, Eisspitze. Ah, sehr gut. So, haben wir Geldsack wieder ordentlich Cash gegeben für so eine komische Aufführung, wo irgendwie nur so eine Bärendame dabei war und das Publikum, was am Ende Rosen geschmissen hat, aber ich habe es irgendwie nicht gesehen. Vielleicht waren die ganz weit oben. Das war vielleicht beabsichtigt. Was weiß ich. Ich gucke mir sowas nicht an, Eiskunstlauf. Ausdruckstanz und so eine Scherze. Nee. Bin ich nicht so für gemacht. So, wo waren jetzt die spukenden oder spuckenden Sümpfe? Spucken oder spuken? Das eine ist mit CK, das andere ohne, ne? Ja, ist noch so? Weil ich weiß ja nicht, kann ja sein, dass sich wieder geändert hat. Die deutsche Rechtschreibung, ne? Da alle Jubeljahre ist immer was ganz anders und ich fall aus allen Wolken. So. Da sind die Sümpfe. Gehen wir erstmal dahin. Und darum ist dann das letzte Level. Ne, oder? Genau. Frostaltäre müssen das sein. Nochmal Frost! So, Jäger hat uns ja schon erzählt. Einfach dran festhalten und dann können wir da einfach hochgehen. Ist ja richtig einfach. So. Und Jäger muss uns nochmal erzählen, ob er wirklich in die Alte verknallt ist. Ich weiß es nicht. Spukende Sümpfe. So, haben wir jetzt wieder mit Geisterritterrüstungen zu tun. Wie der erste Teil war das, ne? Ah, Mann, ey, wenn die Spiele jetzt ja alle so richtig schön in einem Guss so gemacht sind, ne, da kommt man echt durcheinander oder weiß gar nicht mehr, was war jetzt eigentlich im zweiten, was war im ersten. So von den Leveln auch. Die fangen an, sich schon ein bisschen zu durchmischen. Das ist aber nicht schlimm. Die Sümpfe, ich rechne mit Instant-Kill-Wasser oder ähnlich sowas wie Lava, bloß mit Gift wieder. Irgendwie so. Mann, ihr kennt doch alle Sümpfe. Sümpfe sind immer dieselben. So. Kerzen. 0 von 4 Kerzen. Was soll ich hier machen, ne? Kerzen anzünden? Oh, was tut das für ein Vieh? Das Kroko war fies. Ich hab schon aufgegeben. Der Retter warst du. Homer, das Glühwürmchen. Okay, ich hab ihn jetzt gerettet und... Hä, was... Aber irgendwie so richtig, dass die hier irgendwie doch Probleme in den Welten haben, irgendwie ist dann nicht so, ne? So, ich guck mal nochmal ganz schnell den Fähigkeitspunkt nochmal. Hier müssen wir alle Piranha-Schilder zerstören. Okay, welche... Oh, okay. Alles klar. So, Piranha-Schilder. Das sieht ja nach einer einfachen Aufgabe aus. Ich weiß, wie die aussehen. Ich weiß, wie man die kaputt macht. Alles klar. Jups. Was habt ihr das hier? Ah, hier ist eine Kerze. Ah, so. Vertreiben wir damit etwa die spukenden Sumpfgeister oder was? Das sind spukende Sümpfe, ey. Die sind Krokodile. Oh mein Gott. Wir haben jetzt eine Angel. Hau mal ab. So, Krokodil, hau hoch ab. So. Aua, ey. Mit seiner Schleuder. Wo sind wir denn hier? So, Piranha-Schild. Zack. Da habe ich noch eins übersehen. Nicht, dass hier auf jedem grünen Gebiet ein Schild oder so steht. Erstmal absaven. Danke.
Oh, ich dachte gerade, das ist wieder so ein Glühwürmchen, was nett ist, aber der wollte mich angreifen, der Olle sagt. Nicht mit mir. Hoppala. Au. Dankeschön, Sparks. Oh, ein kleiner Hummer, der Energie gibt. Sehr schön. So. Aber mit Regen. Oh, nicht schlecht. Aber warum ist Spyro eigentlich so unverwundbar? Also, der wird nur irgendwie durch Körperkontakt getroffen, aber Eis macht ihm nichts. Alles andere macht ihm nichts. Feuer, die Lava auch, ja gut, aber so Regen, Nässe, Kälte. Ich mach Krokodile, haut ab. Hier sind mal langpacken. So, oh, wieder ein Schlüssel muss hier gefunden werden. Na gut. Findet er sich etwa hier in der Nähe? Da ist erstmal ein Eichen. Komm mal her. Michael! So, vielleicht haben wir hier mal Glück und finden irgendwie einen Marcel. Weil die Namen sind ja doch schon ganz schön, ne? Wir haben schon viele, sag ich mal, eher gebräuchliche und auch aus der Zeit stammende Namen entdeckt. Vielleicht ist da wirklich mal ein Marcel dabei. Ich glaube nicht. Okay, so, da jetzt einfach nur weiter die ganzen Kerzen anzünden, wa? Ich geh erstmal da oben ins Häuschen, zünde da die Kerze an. Geh natürlich auch nochmal hier rein. Da hier lang. Ups, zack. So, danke, Sparks. Sammle alles ein. Danke, hat er gemacht. Gut. Ups. Na, Dudelieder. Sieht aber auch eher aus wie so ein kleines Level. Kann das sein? Vier Kerzen, dann bin ich schon wieder am Ausgang. So, zwei. Bam. So, Schlüssel ist da, okay. Und weiter geht's. Yeah, aus dem Weg, Mann! Da war ich schneller. Die mit ihren Hinterwäldler-Waffen schneller schießen, als die mit ihren modernen Schneeballgeschossen. Aua! Krokodil, Mann! Hau ab. So, aber da mal hier. Zack, noch ein Schild. Voll versteckt. Das ist ja typisch, ey, dass sie anfangen, wieder alle zu verstecken hier. Okay, da jetzt irgendwo lang. Erstmal warten, Cody hau ab. Dritte Kerze anzünden. Zack. Sparks mit ein, danke. Noch ein Schild. So. Noch ein Schild. Alter, die wollen es hier wissen, ey. Bloß nicht in die Piranha-Suppe darin jumpen. So. Ist immer noch so schön, wie Sparks halt einsammelt. Vor allem, wenn alles so oh, da ist ein Ei. Um Spyro so rumliegt. Hau ab. Hau ab. Das sollte ein Moskito sein oder was? So eine neue Art, Abart von einem Moskito. Krieg ja richtig Angst. Schmiddele den. Wie komme ich zu dem Ei da? Ich muss irgendwann nochmal richtig schön schweben oder so. Schild kaputt. Oh, nicht wieder der Typ, Mann. Der will wieder meine Kohle haben. Warum? Wie viel? Die Tür ist versperrt. Kann nur geöffnet werden durch Edelsteinkraft. Ja, Edelsteinkraft. Willst du eigentlich verarschen? Ja, hier, nimm. Eine gute Wahl. Ich hab mehr Edelsteine und du mehr Eier. Ich wünsch dir viel Glück. Von den Regeln des Haiku bin ich... Ich wollte gerade sagen, warum redet der so komisch? Aber okay, gut, der hat hier so einen Haiku wieder. Bin ich jetzt befreit. Toll. Haiku, was war das? Sind Silben hier Dichte, ne? Fünf Silben, sieben Silben, fünf sieben Silben oder andersrum? Was zum Mensch? Aber die Haikus sind komisch. Die neigen dazu, irgendwie extrem scheiße zu sein, weil das Hauptaugenmerk, die sagen alle nur von wegen, nein, Hauptsache diese Silbenregelung muss stimmen, alles andere ist egal. Da weißt du doch Bescheid, ey. Aua, wow. So, was kommt denn auf zu dem Ei da? Ich glaube, von dem Haus darüber schweben, das wird nicht klappen. Ja, wartet mal. Nee, hier kann ich auch nirgendwo irgendwie außen rum gehen oder so. Nee. Von Baum zu Baum, wa? Wartet mal. Gibt's hier irgendwo eine Methode, von einem offenen Baum raufzukommen? Alter, die Tür hat ein Auge. Richtig unheimlich. Nee. Na, warten wir mal. Komm, da ist ja auch noch irgendwas. Jetzt komme ich von da irgendwo hin? Ja, da ist der... Ah, okay, doch, von dem Haus da. Ist das letzte Haus? Ja, okay, ist eh das letzte Haus. Gut. Also gehen wir erstmal weiter. So, Tür auf, Dankeschön, Geldsack. Und schön weiter umgucken. Ja, letztes Häuschen. Guck mal, Moskito ab. Wow, Alter, was? Steinschleudermann. Gehen Sie weg. Krokodil, gehen Sie weg. Aua. So, und hier sind wir wieder jetzt am Anfang, ne? Eine Runde rumgelaufen. Ja. Wo ist der Schlüssel? Typi, wo ist der Schlüssel? Geheimes Wissen. Wenn alle Lampen leuchten, verrate ich's dir. Ey, der labert auch in Heiko. Ein geheimes Wissen. Ich erzähl dir nicht, Mann.
Ah, okay, ist wieder was für sie. Oder ich wechsle mit ihr. Oh, warte, ist noch ein Schild? Yeah, alle Schilde zerstört. Das war schon mal einfach. Was wir mit dem Fähigkeitspunkt zuerst haben, das ist schön. So, und zack. Das Geheimnis ist offen. So, ich will aber erstmal hier zu dem Ei. Flup, flup. Genau, so, jetzt ganz vorsichtig. Ah, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gewollt aus. Nein, das sieht verdammt fies aus. Oh. Okay, wie bin ich da jetzt wieder runtergefallen? Das ist ganz merkwürdig, so. Weil wie 2 oder 1 lang in der Luft schwebt. Ich weiß selber nicht genau Bescheid, wie es, was er jetzt will. Ups. So, was ist denn hier passiert, Kumpel? Mutiger Drache, so viel tapferer als ich. Ihr, nimm jetzt das Ei. Man redet nicht so komisch, Telonius. Klacksen. So, okay, da ist irgendwie eine Tür aufgegangen, wo es an die, in die sollen wir wohl nicht rein. Das ist wohl für ihn bestimmt, oder was? Also, oh, oh. Was ist denn nur das Geheimnis? Erzähl. Licht erfüllt das aus. Was verbirgt sich nun hier drin? Ich sage es dir. Das Aus wird bewohnt von einem Zauberkundler. Nun ist er erwacht. Wer das Aus erhält, den schwört er zu vernichten. Lieber dich als mich. Hä, warum solltet ihr das machen? Nutze die Bomben des Zaubers, um ihn zu besiegen. Weiche den Krokodilen aus. Okay, toll. Na, da gehe ich erstmal nicht rein. Zu viel Angst. Einfach zu viel Angst, Leute. So, denn ich muss noch ein Ei auf einen Baum holen. Hier gibt es 6 Eier wieder. Oh, wir haben nicht mal... Oh. Noch nicht mal, na, ganz bisschen nur die Hälfte aller Juwelen. Aber ich glaube, so groß ist das Level dann gar nicht mehr. Ich guck mal noch mal, ob hier irgendwo noch andere Bäume sind, auf die man dann eigentlich rauf soll. Jups. Ja, zum Beispiel halt, ach, da ist der Schlüssel. Gucke mal einer an. Den Schlüssel. So, hol ich mir gleich. Erstmal. So, zack, Eichen von Frank, Alter, oder Frank. Knacks. So, okay, ich keine Ahnung, was mit den Kindern da immer los ist, so Neugeborenes, weiß ich auch nicht. So, komm ich da nochmal, hüps, rüber bitte? Oh, bitte. Oh, oh, okay, gut, und jetzt halt von hier oder von da? Ich glaube, ist eh egal. Ups, komm schon. Ja, Katsuki. So, und dann nochmal schnell zurück, die Truhe öffnen. Das geht aber mega schnell. Wow, Alter, habt ihr das gesehen? Voll die geilen Abkürzungen hier. Und open bitte. So, dankeschön, dankeschön. So, ich glaube, jetzt kann ich in die Subworlds reingehen. Für, ja, auf noch 3 Eier. Für noch so viele Juwelen. So. Spark sagt, glaube ich, auch, es sollte hier nichts mehr geben, außer halt in den Höhlen da drin. Hoffe ich. Oh, bitte, ich habe über die übersehen hier. Nee, ich glaube, er sagt von wegen. Geh da mal rein. Gut. Wo ich jetzt zuerst rein? In den Endbossraum da oder doch lieber zur. Zu Sheila. Soll aber hier zurechtfinden hier. Jups. Wow. Noch abgespeichert. Dankeschön. Sorry, Geldsack. So, nach Hause? Nee, noch nicht nach Hause. Wir gehen erstmal weiter gucken. Ach komm, ich geh zuerst mal hier rein. Erstmal zu ihr. Sie ist mit einem Freund. Ein süßer Sumpfduft. Blütenwolken der Bäume. Zeit für Prügelei. Oh, für Prügelei? Jetzt wird die kloppt, einer. Okay. Was werden wir sie hier kloppen? Hoppala. So, jetzt nochmal schön viele Juwelen. Zeit für Prügelei. Warum will die einfach alle kaputt kloppen? Okay, da muss ich einfach so, ja, so muss gegenkicken. Die Bomben sind ihr. Der Eierkäfig muss weg. Nur sprengen reicht nicht. Känguru Ilfuns. Räum uns bitte den Weg frei. Hilft Sheila uns auch? Ja, klar, den Glühwürmchen-Bombern helfen, yo. Jetzt ist Bombenzeit. Ich komme, kleine Eier, um euch zu befreien. Vor allem, ja, ich liebe Heikos. Wo bin ich da hin? Egal, ich folge ihm einfach mal. Ach so. Autsch. Schon wieder Kaboom! Feldblöcke muss man treten, doch Pilze stampfen! Ey, ist das dumm, ey, als ob der einfach nicht rumgehen kann! Das ist so dumm! Na okay, das ist Bombenzeit! Aber guck, man kann alles Feuer aus dem Weg räumen, ist ja auch geil! Das ist natürlich die Frage, wo er überhaupt lang geht, ne?
Weil das noch, okay, er geht hier überall lang. Warte mal, den Pilz muss ich hier. Den Pilz muss ich stampfen. Ach du. So. Wer bleibt auf dem Weg? Boing, boing. Hoppala. Stup. So, das sieht aus wie eine mega lange Mission. Vielleicht kriegt er dadurch auch gleich zwei Eier. Mal gucken. Oh. Mann, wie dumm das aussieht. Okay. Leute, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Diese dummen Glühwürmchen, ey. Das sieht ja nicht aus wie Glühwürmchen. Was ist hier los? Egal, Leute. Bis zum nächsten Part von Spyro. Tschüss.